voorstelt in deze finale door Harm Hamstra. Abbas. Twee keer dat ze samen reizen. Wagner Nummer 184, Türmen 466 vom friesischen Kammerstall, präsentiert durch Jante Hoekstra. Da hören wir sofort Applaus auf der Tribüne. Es kommen noch ein paar tausend Menschen später. Die 2:45 KFPS Hengst im Nord. Sohn des Champions Norbert 444, Lieke Lux reitet. Und dann haben wir unsere Teilnehmer alle zusammengesammelt. Es gibt heute keine Preisverleihung. Am Ende des Wettbewerbs werden wir Punkte ausrechnen. Für den Gewinner gibt es 20. Drei konzentrierte, ernste Gesichter hinter schönen friesischen Pferden. Spannend, dieses Finale. Das wird auch möglich gemacht durch verschiedene Sponsoren, die Sie soeben gehört haben. Mit dem Hoftsponsoren Horses to Fly. Die Jury besieht sich Pferde und Gespanne noch eben für die Ordnung und Sicherheit. Alice Boy und Hermann Donke sind heute die Jury. Und alle Details werden hier begutachtet. Denn es muss zu einem guten Endresultat gekommen werden können. Und das friesische Pferd, das Friesenpferd, liebt die Show und liebt auch diese Atmosphäre. Wir haben noch nicht viele Menschen im Publikum, aber es wäre sehr schön, wenn sie uns wissen lassen, dass sie Fans sind von diesen Pferden und Gespannen. So, unser Ringmaster, Meister hat den Hut abgenommen. Wir beginnen mit der Musik. Und wir fangen an mit dem Finale der KFPS Showfahr-Kompetition, dem Wettbewerb. Oh, und so ein Friesenpferd kann deftig sein, wenn es so vor einem Wagen gespannt ist. Vor allem in den Hinterbeinen sehr kräftig. Sitzen sehr gut unter dem Körper und auch ein schöner Moment für die Vorderbeine. Ja, die Fans sitzen auf der Tribüne, das ist gut. Drei gute Pferde, sehen Sie sich die Gesichter der Teilnehmer an, sehr angespannt. Und wenn Sie einen Favoriten haben, meine Damen und Herren, lassen Sie uns das gerne wissen. Dann wechseln wir jetzt der Seite. Es ist nur ein kleiner Teilnehmerbestand, aber Sie können das sicherlich sehen. Das ist dreimal große Qualität hier. Mit viel Schwung. Die ganze Masse wird genutzt. Prächtig, prächtig. Aufstellen, alle drei bitte einmal, alle Nummern. Jury Zhao, in dit geval met drie aanspanningen in één kunnen plaatsen.
Da es nur drei Gespanne sind, kann die Jury direkt alle drei Teilnehmer platzieren. Aber sie haben sich dazu entschlossen, das nicht zu tun, sondern das Finale weiter auszuführen. Und wir wissen noch nicht, mit wie vielen Pferden, alle drei oder aber nur zwei. Wir lassen die Pferde noch einmal durchatmen. Und wir werden mit drei Pferden weitermachen und dieses Finale weiter bestreiten. Wie gesagt, es gibt Tagespreise, die nicht sofort ausgereicht werden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Es gibt die doppelte Punkte, 20 für den ersten, 18 für den zweiten, 16 für den dritten Platz. Musik! Es liegt sehr nah aneinander, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in diesem Finale. Oh, prächtig, die Statur des Friesenpferdes. So schön, jeder Körperteil kommt in sein Recht und wird präsentiert. Dann machen wir jetzt gleich einen Handwechsel und dann muss die Jury sich entscheiden, wer gewinnt. So, die letzte Runde. Da kommen sie. Auf dem Weg ins Finale, auf dem Weg zum Sieg. Wer gewinnt? Und Nummer 245 auf dem ersten Platz. Dann der zweite Platz und auf dem dritten Platz ist die Nummer 184. Es war spannend, aber im ersten Platz des Finales der Tagpreise die Lieke Lux und Roman. Harm Hanstra und Silke sind Zweite geworden. Jelte Hoekstra gewinnt den dritten Platz. Aber im Gesamtwettbewerb liegt es natürlich sehr nah aneinander. Alle Punkte werden noch beieinander, zueinander gerechnet, aufeinander gerechnet. Im Gesamt dritten Platz. Also fangen wir mit dem dritten Platz an, das ist am spannendsten. Mit 34 Punkten. Jelte Hoekstra. Auf dem zweiten Platz. Mit 37 Punkten. Ein Punkt nur zum ersten Platz. Harm Hanstra. Und das bedeutet, mit 38 Punkten gewinnt den Wettbewerb Lieke Lux mit Roman Viernegen 9-8. Gerade erst mit den Friesenpferden angefangen, Lieke Lux, und schon gewonnen. Wir müssen natürlich auch noch bekannt geben, wer den Stilpreis gewonnen hat, sobald die Rosette am Pferd befestigt ist. Sie sehen unsere, Sie sehen die Direktion von Horses to Fly, die hier Schärpe und Rosette am Pferd anbringt. So,
gibt es erst noch die Ehrenrunde, dann wird wieder aufgestellt und dann wird auch der Stilpreis ausgegeben. Hier sehen Sie Ihren Sieger, Rommet. Applaus für Lieke Lüx. Gewonnen hat sie mit Rommet 498, einem Sohn von Norbert 444. Der Besitzer ist Peter Ockemar, der in Wittmassem wohnt. Auf dem zweiten Platz hatten wir am Hamamstra auf Silke van Textil, ein Sohn von Maurits 437. Der Besitzer ist Hendrik Eppinger. Und auf dem dritten Platz Jelte Hoekstra auf GPD Warz, ein Sohn von Torben aus dem Friesen Kamerstau van de Vetuke. Für den Stilpreis haben wir uns natürlich die Details gut uns auch angesehen und wir haben genossen von diesem Wettbewerb und diesen jungen Leuten. Sie haben es großartig gemacht, alle drei. Darum möchten wir euch schon mal gratulieren. Der Stilpreis geht auch an Lieke. Und dann gewinnt sie auch noch den Stilpreis. Wie großartig. Na, dieser Tag kann nicht noch schlecht werden für Lieke Lüx. Gewonnen im Wettbewerb und den Stilpreis auch noch mitgenommen. So, dann werden noch eben nette Fotos geschossen. Der Moment wird festgehalten. So, Lieke, dann brauchen wir jetzt noch eben eine Reaktion von dir. Du hast das Finale gewonnen und den Stilpreis. Erzähl, das ist fantastisch. Was ist das Schöne an den Friesenpferden? Ja, das Gefühl, das Bild, der Charakter. Hast du noch ein Lieblingspferd? Nein, ich find alle verschiedenen Disziplinen gut. Ist großartig. Ja, wir werden noch mehr hören von ihr in der Zukunft, aber das war die erste Reaktion von unserer Gewinnerin Lieke Lüx. Und auch Harm und Jelte wollen wir natürlich gratulieren. Drei Top-Athleten hier bei uns auf der Bahn. Dann sehen wir hier in der Ehrenrunde Lieke Lüx und Rommets 498. Unsere Gesamtsieger auch im Stil. Ah, und sie klatschen alle mit, es ist jetzt schon spaßig hier, die Stimmung steigt. Hier sehen Sie die Reiter der Zukunft. Lieke Lüx, Harm Hanstra. Und der Mann mit den meisten Fans auf der Tribüne, Jelte Hoekstra. Dann haben wir sie noch eben im Trab. Schauen Sie sich das an. Ein schöner Trab. Und Lieke und Rommet können nicht genug bekommen. Und das soll auch so sein. So ein schöner Hengst. So.
So, wir stellen auch fest, wir haben gut gerechnet, obwohl wir keine Computer oder Maschinen dazu benutzt haben. Auch die Gratulation an unser Team.